Hallo Leute, Sil hier. Willkommen zurück zur nächsten Folge von Factorio. Wir werden jetzt direkt anfangen, die Produktion auszubauen. Letztes Mal haben wir unser Mining erweitert und unseren Strombedarf abgesichert. Was ich jetzt in erster Linie auch erstmal herstellen möchte, sind Nanobots. Dazu brauchen wir Eisen und Reparaturkits. Und für die Reparaturkits, ja, brauchen wir grüne Schaltkreise, Zahnräder, also quasi Kupfer. Das werden wir jetzt mal hier in dem Bereich machen. Was ich vorher mit einplanen möchte, ist, dass wir einen, sagen wir so, einen Buffer an Kisten haben, also genug Reserven, falls mal irgendwas mit unseren Vorräten ist. Und da ist jetzt die Frage, haben wir schon genug Stahl, um schöne Stahlkisten gleich hinzustellen? Ja, da können wir zumindest schon mal ein paar von machen. Dann machen wir das mal. Die sind Gott sei Dank relativ schnell hergestellt. Weil, wie ihr seht, Kupfer steht jetzt erstmal. Und was man da tun kann, ist, ja, wir stellen das mal vielleicht am besten, na, so hin. Ah, lassen wir vielleicht ein bisschen Luft. Dass man das so macht, dann kann man das so wegsammeln und entsprechend dann hier wieder drauflegen. Ich frage mich, wir machen das mal so. Dann können wir nämlich da ein paar mehr von haben. Und jetzt haben wir schon wieder zu wenig Greifarme. Dann geht das hier rauf und hier einfach weiter. Und der Effekt ist jetzt, dass sollten die Kisten voll sein, dann läuft das Band in der Mitte einfach nur durch. Ungefähr so. Na, und ihr seht schon, das würde jeweils auf den äußeren Seiten liegen bleiben und dann passt das. So. Munition für uns selbst wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Das reicht auf jeden Fall einen Moment. Sehr beruhigend zu sehen, dass wir so viel Munition haben. Dafür geht auch eine ganze Menge Eisen weg. Ja, und alles, was wir an Eisen verschießen, ist natürlich was, das Eisen, was wir nicht für unsere Produktion wiederbekommen. Na, ich hoffe, die rennen hier nicht einfach mitten rein. Vielleicht hätte ich ein paar Geschütztürme hier mittig stellen sollen. Wir werden mal sehen, was passiert. Wir kommen ja eh in die Richtung, weil wir werden ja uns jetzt dann wieder hier lang bauen. In dieser Hinsicht wäre irgendwie ganz clever, vielleicht auch hier Geschütztürme hinzustellen. Wird Zeit, dass wir Stein anschließen und Mauern bauen. Und ja, bevor uns das hier weggefressen wird, würde ich sagen, wir stellen hier einfach mal direkt zwei Geschütztürme hin. Vielleicht noch mal ein paar Greifarme craften. So, und dann, na, wenn hier zu wenig Munition drin ist, dann packen die das automatisch rüber. Dann haben wir hier schon mal zwei stehen. Und eigentlich könnten wir doch das direkt so machen. Dann ist das hier relativ gut abgesichert. Und weil wir hier für den momentan niedrigsten Punkt sind, machen wir hier gleich nochmal ein Radar mit hin. Können wir gleich nochmal ein bisschen erkunden, was hier so ringsrum ist. Ihr seht es hier, wo wir die Radargeräte hingestellt haben. Hier vorne nicht. Ja gut, das reicht da auch. Ist das auch schon gut erkundet worden? Hier oben hatten wir eins stehen, das macht das hier. Dann gucken wir mal, was wir hier unten finden. Ich will jetzt eine konkrete oder eine dedizierte Fabrikanlage haben für unsere Nanobots. Da ist jetzt die Frage, was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen einmal, wenn wir die ganzen Buffer haben. Ich mache es jetzt einfach mal, ja, tatsächlich hier irgendwie so zwischen. Die Nanobots, die brauchen Reparaturkits und Eisenstangen. Das heißt, wir könnten hier die Eisenstangen haben, hier die Reparaturkits.
Die könnten wir selbst auch brauchen. Das braucht nur Eisenplatten und das brauchte noch Zahnräder. Die können wir dann von mir aus von hier kriegen. Und wir bräuchten nun jetzt noch grüne Schaltkreise. Die würden wir da herstellen können und grüne Schaltkreise brauchen. Na, sage doch. Kupfer. So, dann machen wir das so. Dann kommt der da rüber. Grüne Schaltkreise, Draht. Und ich glaube, Kupfer brauchen wir an keiner anderen Stelle. Nee, richtig. Okay, das ist gut. Da wäre ja schon fast die Sache, das einfach jetzt so zu machen. Na gut, wir machen das jetzt erstmal so. Wir werden das später wahrscheinlich sowieso wieder umbauen. Das heißt, das kann dahin. Und ja, das kann durchaus mal mit blaue Greifarme gemacht werden. Kann man gerne noch ein paar mehr nehmen. Kann man nämlich direkt auch noch mal ein paar mehr Kisten aufstellen. Die wir mal hierhin machen, die guten Kisten. Das muss noch. Ja, ich würde das mal hier in der Kiste hin machen. Und möglicherweise hier noch eine Kiste. So. So, dann kommen die mal hier rein. Ja, Zahnräder können wir so wegnehmen. Achso, ne, das geht so nicht, weil die brauchen auch Eisenplatten. Ja, wenn wir das dahin machen, können wir da keine Kiste hinstellen. Ah, wir können eine Kiste dahin stellen. Okay, das funktioniert. Mal kurz gucken, wie wir den Strom mit herbringen. So, okay. Dann holen wir doch mal eben das Eisen mit her. Und dann braucht das Eisen. Das nicht, aber das braucht die Sachen. Das müsste es jetzt eigentlich schon gewesen sein, richtig? Moment. Das kommt. Genau, die kommen darüber. Da würde ich jetzt mal sagen, da reicht ein Stack an Reparaturkits und da kommen schon die ersten Nanobots. Okay, es mangelt an grünen Schaltkreisen. Weil es, naja, ein bisschen an Kupfer mangelt, das ist halt leider normal. Wir machen mal ein Stack davon. Wenn das voll ist, dann geht der Rest darüber. Dann geht das mit denen hier ein bisschen schneller. Denn die sind hier verdammt schnell aufgebraucht. Ich habe so das Bedürfnis, falls weiter von hier unten kommen, hier auch Geschütztürme hinzustellen. Das werden wir mal auch machen. Munition haben wir auf jeden Fall noch genug. Die ganze Kohle können wir da auch mal reindrücken. Okay, na gut. Wir lassen was dabei. Ja, ich würde mal sagen, hier irgendwie so zwischen. Was sollte passen? Ah, es gibt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die hier irgendwie so anstürmen. Gucken wir mal. Okay, dann haben wir das. Was haben wir denn jetzt hier an Öfen? 42 ist gar nicht so viel, ne? Ihr wisst, das sind ja schon fast so viel in einer Reihe. Und wir können gerade 100 Sachen platzieren mit unseren Magazinen an Nanobots. 120. Ist halt gar nicht so viel. Reparaturkits nehmen wir mal 10 Stück mit. Du kommst mal hier mit hin. Ja, und grüne Schaltkreise brauchen wir halt tatsächlich auch ein paar. Okay, dann kann das erstmal da in Ruhe vor sich herkraften. So, und dann stelle ich mich mal hier hin und dann machen wir das mal an. Und dann sehen wir hier unten schon. Okay, ne, da haben wir gleich die Hälfte schon wieder weg. So schnell geht das.
Und da ist es alle. Also. Bauen wir das nochmal. Grob. Von Hand. Und da waren die Fließbänder weg. Das ist nicht gut. Aber wir haben ja hier noch ein paar. Und wir haben Kohle, das ist gut, die kriegen wir hier mit rein. Das kann auch aufgefüllt werden. Ah ja, was haben wir denn hier eigentlich? Eisen ist alle, da können wir gleich mal was Neues nachschieben. Ah, das sieht doch noch gut aus. Dann kann das hier erstmal noch weiterlaufen. Und dann haben wir das jetzt hier auch schon fast. Ziehen wir mal die Förderbänder selbst. Ja, genau. Das wollte ich jetzt nicht. So. Dann nehmen wir uns das hier mal raus. Oh, da habe ich jetzt natürlich was falsch gemacht. Da waren die noch aktiviert. Haben jetzt die falschen Sachen gebaut. Ah ja, das ist das, was ich meine, ne? Die Strommasten waren noch nicht platziert. Und was er jetzt gemacht hat, ist halt, ne, einfach drüber wegzubauen. Dann machen wir das mal an. Ah, wir haben keine, Greifarme. So, genau, dann sind die Bäume schon mal weg. Das ist in der Hinsicht auch schon mal gut. Oh, und wir haben mal nicht genug Stein. Wer hätte es gedacht? Okay, wir werden dann jetzt auch mal anfangen, nochmal Stein zu erweitern. Wir haben keine Miner mehr. Auch mal Eisen für. Und die können auch wieder aktiv werden. Achso, hat er gar nicht hier hingestellt. Okay. Dann haben wir das jetzt insofern auch erstmal, naja, funktional. Mal gucken, dass wir hier noch die letzten Greifarme mit hinstellen können. Ah, da sind ein paar. Die werden wir jetzt mal herstellen. Und was wir auch brauchen, sind Erzförderer. Zahnräder, die können wir hierher nehmen. Ne, machen wir mit blauen. So. Und die brauchten noch grüne. Die hatten wir. Hatten wir mal selbst, aber ja. Die haben wir jetzt schon verbraten. Wie viel Grüne braucht der? 3 pro. Okay, da haben wir noch ein paar übrig. Eisenzahnräder kommen. Ja. Okay. Wenn wir das alles automatisiert haben, wird das Leben noch sehr viel einfacher werden. Ach so, der macht nur bis 3, dann ist er, sagt er ist voll. Dann sagen wir ihm mal, er soll hier mal einen Stack machen erstmal. Und ich staune tatsächlich. Ja, wir haben jetzt hier wenig Steine abgebaut. Das können wir hier eigentlich gleich nochmal machen. Gerne auch mit den Bots, dann geht das Ganze ein bisschen fixer. Und dann können wir nämlich auch gleich nochmal Öfen herstellen. So. Und ja, 100 Öfen machen wir mal. Und ist der Stein auch schon wieder weg. So, 13 Miner, das sollte reichen. Und ich würde mal sagen, ja, sinnig ist es wahrscheinlich, das so zu bauen. Dann kriegen wir ein paar mehr Reihenförderbänder mit raus. Machen wir das mal so.
Und ah, das kann ruhig damit hin. Beziehungsweise könnten wir hier die Strommasten hinstellen. Oh, Angriff, ja, vorne beim Strom. Oh. Da hat wer Schaden genommen. Und die sind gar nicht bis hier rangekommen. Daraus lässt sich schließen, dass hier ein Spucker gewesen ist, ja, mit einem Fernangriff. Und ich will mal sagen, er hat schon relativ gut Schaden gemacht. Also das gefällt mir so ja gar nicht persönlich. Ist mir ja schon fast ein bisschen stark. So, wir gehen einfach mal hier bis nach unten. So. Dann haben die auch Strom. Und wir wollten die hier drüben reinhauen. So, dann können wir gleich mal die Kohle draufschmeißen. Dann muss das Ganze noch dahin. Okay, haben wir's. Muss man im Schluck trinken. Okay. Das will ich jetzt weitergebaut haben. Greifarme haben wir genug. Fließbänder gerade nicht. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Öfen. Haha, haben wir noch gar nicht. Na gut, wir können ja das wieder von Hand bauen. Sparen wir uns hier schon mal eine ganze Menge von unseren Nanobots. Und das ist ja jetzt auch relativ gut machbar. Und die Strommasten auch, ist ja nur hin und her laufen. Und ja, im Grunde genommen bräuchten wir dann ja zur Bequemlichkeit nur unsere Greifarme bauen lassen. Aber da das eh alles gerade nicht fertig ist. Ach so, na, das ist natürlich mies. Dann warten wir damit nochmal. Dann machen wir mal die weg. Und dann haben wir auch gleich nochmal genug Öfen. Die gehen Gott sei Dank auch relativ gut weg. Ja, kommt leider nicht ganz hinterher. Schade. Okay, haben wir es geschafft. Aber immerhin, ne? Also geht ja doch relativ gut, wenn man nebenbei herstellt. Müsste jetzt reichen bis oben. So, und dann können wir jetzt die Nanobots anmachen und stellen mal die Greifarme hin. Dann kriegen wir jetzt hier Ziegelsteine raus. Aus Ziegelsteine können wir Mauern bauen. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, das ist nicht uninteressant. Ne, das machen wir mal wieder aus. Das brauchen wir noch nicht. Aber wir werden das hier mal, naja, so halbwegs kopieren. Oder auch nicht. Und zwar, okay, das ist jetzt kein Problem. Den machen wir noch weg. Okay, da fehlen uns also Stahlkisten. Ach ne, Nanobots fehlen. So viel dazu. Du kommst da weg. Und du dahin. So. Ein bisschen Symmetrie muss sein. Okay, du hast hier 12 Stück. Da sind die grünen alle, richtig. Okay, das reicht uns erstmal hier an der Stelle. Ja, wir können ja schon mal Mauern produzieren. Machen wir so. Und Strom. Okay. Dann kann die Kiste da ruhig voll werden mit Mauern. Das ist okay so. Gucken wir uns doch mal an. Ach,
Also voll ist das Band natürlich nicht, weil es einseitig beladen wird. Da können wir sicherlich jetzt nochmal mehr Miner hinstellen. Können wir auch gleich nochmal welche craften. Und Nanobots können wir auch nochmal gleich mitnehmen. Oh, 30 Stück, das ist gut. Was wir nämlich auch brauchen, sind irgendwann Steine. Das heißt, wir können hier mal Steine mit durchschleusen und dazu brauchen wir auf jeden Fall diverse Tunnel. Da brauchen wir Eisen, was wir sogar haben. Aber was fehlt, sind Fließbänder. Okay, das heißt, bevor wir die Steine machen, machen wir jetzt erstmal Fließbänder. Dann machen wir die mal eben hier, dass wir mal wieder umbauen, wenn es soweit ist. Machen wir es mal so. Dann, na, vielleicht ein bisschen viel, oder? Weiß nicht. Wollte gerade zwei Fließbandfabriken hinstellen. Bin mir gerade nicht sicher, ob es nötig ist. Gerade wenn wir es nämlich später sowieso wieder weggruppen. Nee, wir lassen das einfach so. Okay, 162 Grüne, das ist schon mal sehr schön. Diverse Reparaturkits auch sehr schön, das lassen wir einfach mal so. Munition sieht auch ziemlich gut aus. Hier haben wir schon fast die 1000 zusammen. Haben hier noch welche übrig. Das sieht erstmal ganz gut aus. Hier Geschütztürme. Können wir noch welche herstellen? Ja. Würde ich mal direkt machen. Und wir haben jetzt so viel Eisen. Ja. Wir stellen das mal her in der Zwischenzeit. Die Miner sollten reichen. Und dann können wir nämlich den Stein hier in der Mitte mit durchschleusen. Weil ich gerade auch, das geht, das macht Sinn. Das kann man hinterher auch immer noch so machen. Dann fangen wir mal hier an, das einfach mit aufzufüllen. Okay. Das sollte reichen. Jetzt ist natürlich so, dass die hier schön durchkommen, angreifen können. Ja, macht das mal weg. Weil mir sind jetzt gerade Geschütztürme wichtiger. Also die Hälfte ist ja abgedeckt da unten. Das heißt, die Überlegung ist, ja, man könnte es so hinstellen. Ja. Ja, wir stellen es mal so hin. Das mir ein bisschen wenig Munition tatsächlich an der Stelle. So. Wir machen die mal voll. Nee, wir können jetzt sagen, okay, wir nehmen die Hälfte raus. Dann sind 40 drin. Ja, noch mal die Hälfte raus. Haben wir 21 drin. Das passt so. Und dann haben wir hier jetzt deutlich mehr Stein, der hier ankommt. Kohle könnten wir auf jeden Fall mehr gebrauchen, so wie es aussieht. Da kommt hier fast gar nichts mehr an. Okay. Weil der Großteil tatsächlich da reingeht, da ist schon einer leer. Okay. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kohle. Ja, das ist halt auch Teil von Factorio. Ne? Man braucht halt mehr. Viel mehr. Das nehmen wir weg. Da oben die Pfütze. Da machen wir später Sand rein, dass die weg ist. Dann können wir das schon mal abbauen. Und sagen, na gut, wir stellen das mal hier mit hin. Oh, keine Fließbänder aktuell. Ja gut, dann soll das jetzt erstmal auch so sein. So, dann kommst du dahin. Okay. Hier sind Steine. Man kann übrigens den Abrissplan hier nehmen oder den hier reinmachen. Dann kann man mit einem Rechtsklick Filter einstellen. Wie zum Beispiel nur Bäume und Felsen. Dann kann ich jetzt einmal so machen. Da markiert er eben nur Bäume und Felsen zum Abreißen. Und wenn ich jetzt die Bots anschalte, dann sammeln die eben das auf. Zack, fertig. So schön kann's gehen. Was die Bots im Übrigen auch machen, wenn ich die aktiviere, ist, die fangen an zu reparieren.
Das werden wir mal hier auch machen. Zack, fertig. Wie sieht es mit der Munition aus? 33, okay, das ist gut. So, wir kriegen jetzt deutlich mehr mehr Munition, würde ich gerade sagen, mehr Kohle. Zumindest. Naja, erstmal hier unten lang. Sieht so aus, als könnten wir doch tatsächlich da noch mehr von gebrauchen. Stellen wir also noch mehr hin. Das große Problem an dieser ganzen Geschichte ist von dem Ständigen, wir stellen da jetzt noch mehr von hin, ist eben genau das Problem, dass es... Ach so, hey, Förderbänder. Dass es halt dafür sorgt, dass wir mehr Umweltverschmutzung haben, wieder mehr Beißer anziehen und so weiter. Ne? Ihr kennt das Problem. Okay, haben wir jetzt sogar schon drei laufen, obwohl jetzt hier irgendwie nicht viel passiert ist. So, du kriegst da nochmal Kohle. Du bist alle. Okay. Die haben alle noch was. Fließbänder. Zumindest mal ein paar. Mit 150 Fließbändern kommen wir nicht weit, aber wir können das zumindest damit reinhauen. Und dann können wir auch sagen, der bevorzugte Eingang ist rechts. So. Na, der kann weg. So, und dann hätte ich gerne hier noch die Schütztürme hingestellt. Du kommst mal mit weg. Dann machen wir mal ein Vierergespann hier hin. Ah, wir machen mal vielleicht ein bisschen mehr Platz. Ich weiß nämlich nicht, inwiefern der Angriff Splash Damage gemacht hat. 10 ist mir auch ein bisschen wenig. Ah, das passt. Okay, sehr viel mehr Kohle. Das hier unten ist voll, das sieht gut aus. Der Rest als Überschuss geht hier mit lang, das ist fantastisch. Und das hier unten wird zuerst abgearbeitet. Ja. Okay. Kupfer wird direkt mal mit verbraucht. Was ist hier? Ach so, die Kohle fehlt. Ja, schwierig. Ohne Kohle geht das nicht. Und dann können wir hier mal die Bots anmachen, damit hier die Greifarme platziert werden. Und die Öfen. Und da sind die Greifarme alle. Naja, mal wieder. Hatte ich da nicht irgendwie fast 100 von gecraftet? Die sind wahrscheinlich hier drin gelandet, ne? So fix geht das dann auch mit den Greifarmen. Ah ja, das sieht gut aus. Das werden wir mal da limitieren. Dann haben wir zumindest schon mal mehr als genug Fließbänder. Ja, ich würde hier auch noch mal ein paar Öfen herstellen. Noch mehr Nanobots. Oh, das ist super. 100. Jetzt haben wir schon mehr. Ja, fantastico. Ich würde das mal bei 100 belassen. Der Rest kann da drin bleiben. Und naja, Greifarme. Das heißt, das nächste Mal werden wir schon mal herstellen grüne Schaltkreise. Das können wir vielleicht sogar hier in die Ecke noch reindrücken. Ja, würde ich sagen, das machen wir so. Ach so, ja, und ich hatte ja so viele Untergrundbänder produziert, eben um hier nochmal Stein durchzuschleusen. Und also ich gehe mal davon aus, ne, wir produzieren so wenig Stein, dass das gar nicht bis da unten ankommt. Ich möchte aber natürlich trotzdem vorher schon Stein haben. Deswegen cutten wir den mal dort und sagen, okay. Ja, das reicht nicht bis hier rüber. Ne. Na. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen basteln. Und zwar machen wir das mal so, würde ich sagen. Und dann geht die eine Hälfte jetzt hier rauf. Die andere Hälfte jetzt hier durch. Ja,
Und wir ziehen das jetzt hier per Förderband durch. Das passt natürlich jetzt nicht so richtig. Wie machen wir denn das jetzt? Ich würde sonst sagen, das ziehen wir hier ein Stück weit außen rum. So. Und das kommt ja sowieso weg dann. Ich mache das jetzt mal hier provisorisch. So. Dann haben wir beides auf einem Band. Das ist völlig in Ordnung. Die Steine werden sowieso langsam hergestellt. Und ne, wir haben hier jetzt auch diverse Mauern schon. Ihr seht, hier drüben liegt gar nicht so viel. Das ist auch okay. Dann sollen hier die Kisten erstmal vollgegrabbelt werden mit Steinen. Dann sind das nämlich schon Steine, die wir dann für später mehr brauchen können, für irgendeine Produktion. Dann haben wir die schon mal weggepackt. Genauso wie hier Kupfer auch. Und Mauern haben wir trotzdem. Das passt ganz gut. Das sieht alles wunderbar aus. Ja, liebe Leute, so schnell ist mal wieder eine halbe Stunde um. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin wieder viel Spaß. Nächstes Mal werden wir anfangen, grüne Schaltkreise auszubauen. Für heute muss es das aber erstmal gewesen sein. Wir haben unsere Produktion ein bisschen erweitert und, ich wollte gerade sagen, naja, ein bisschen Verteidigung erweitert. Haben unsere Energieversorgung weiter mit Kohle versorgt. Und das nächste Mal geht's weiter. In dieser Hinsicht wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.